Hi! Leute, wisst ihr, wer schon wieder da ist? Ich natürlich, Pato. Ich grüße euch, freut mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder Shoot 'em Up Discord mit Marco Reus, der potenzielle Player of the Month. Aber ich, dieser eine da, der keine Coins oder so hat, hab natürlich die 85-Version genommen, weil ihm vom keine Geld, ich spare auf Icon diese. Aber Leute, ich mach das Ganze natürlich nicht alleine, da hat irgendjemand gekichert. Es ist Juli von FIFA for Fun. Leute, ich bin gut gelaunt, sorry. Aber Juli. Ich grüße euch, Freunde. Ja, ich bin auf jeden Fall auch richtig gut gelaunt hier. Ich freue mich riesig, mal wieder mit dem lieben Pato aufzunehmen. Wir kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen. Und er hat es gerade schon gesagt. Marco Reus, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch denkt, dass er einen Player of the Month bekommt. Ich weiß nicht. Also die normale Karte, haben wir auch vorhin schon drüber geredet, die Ausdauer schmeckt uns nicht so. 68 ne? Ausdauer, Leute. Also ich glaube, dass ich persönlich den Marco Reus nicht machen werde, obwohl ich den sehr schätze im echten Leben. Aber sei es so. Sei es drum, Leute. Heute Shoot 'em Up. Ihr kennt das Prinzip. Grüße an Shenya Habibi. Verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Das ist sein Serde. Pato hat diese Exklusivrechte käuflich erworben. Ja, ich habe ihn abgezogen damit. Aber okay, auf jeden Fall, solltet ihr Juli, warum auch immer, noch nicht abonniert haben, geht auf seinen Kanal. Dort findet ihr natürlich auch noch ein schmackhaftes Video. Und ich möchte euch eines sagen, Leute, es wird Bronze. Es wird Bronze. Aber okay, genug gespoilert. Okay, Leute, ich tue mal so, als wäre nichts gewesen. Wir haben natürlich beide die perfekte Formation gehabt, die ja natürlich keine Flügelposition hat. Und deswegen, meine Freunde, wir raffeln natürlich nochmal. Juli, ich mach schon diese Raffle, diese. Okay. 3, 2, 1, stopp! 4, 1, 2, 1, 2 ist die Rote, okay, kannst du wieder weitermachen. Okay, stopp! 4, 1, 4, 1. Das ist auch ohne Flügel, oder? Doch, doch, 4, 1, 4, 1. Das ist mit Flügel? Ja, mit links, Mittelfeld. Ah, okay, ist das eine von den neuen? Nein, nein, das ist eine alte und ich mag die sogar. Okay, dann, ich raffle auch schon. Okay. Stopp! Oh, du bist ein Schatz, Alter. 4-3-3, die vierte. Deine Alter, Formation. Fuck hier. My life. Okay, da bin ich im Arsch, ey. Ja, mal schauen. Ja. Gut, Freunde, wir starten mal direkt rein mit den ersten beiden Positionen. Du hast welche zwei? Stürmer, LZM. Stürmer und LZM. Dann machen wir als LZM die 2 und als Stürmer machen wir die 4. Die 2 ist Witzel. Oh, okay, starke Karte. Ist mal gut. Ja, und das andere ist wahrscheinlich irgendwie so ein Megastürmer. Lionel Messi. Oh. Okay. Deine Reaktion. Yo, also ich habe jetzt irgendwie mit Ben Yedda in Form oder so gerechnet, ne? Alter Scheiße. Das wird interessant. Okay. Das wird interessant. Definitiv. Was hast du? Ich habe den linken Verteidiger und den rechten, den Stürmer halt. Den Stürmer? Der bekommt die 5? Ja, freut mich nicht, aber freut dich vielleicht, weil es ein Österreicher, das ist Marko Arnautovic. Okay, der ist aber stark. Der ist extrem stark. Ja, der ist nicht schlecht. Ja. Und die 3. Okay, die 3 freut mich. Also bei Arnautovic, ich freue mich über die Karte, aber der passt halt leider nicht. Jetzt der Linksverteidiger, der passt, das ist der Max von Augsburg, Strongling zu Reus. Ja, perfekt. Okay. Ja, Messi, der weiter freut geht's. Sich. Ja, weiter geht's, Leute. So, Leute, Runde 2. Mein Bester, was hast du? Ich habe den linken ZM und den ZOM und ich habe da Spieler rausgesucht, die ganz gut passen. Okay, dann gebe ich den ZOM die 2. 2, das ist Julian Draxler. Das ist gut. Und die 1, ZM. 1, also das ist jetzt der linke ZM, das ist Sami Khedira. Ah, stark. Ist auf jeden Fall okay. Also ja. Es hätte besser sein können, aber es ist okay. Aber gute Chemie schon mal. Gibt schon gute Chemie. Genau, also Arnautovic, dein Freund hier, der hat immer noch 0, aber die anderen sind ganz gut versorgt. Ja, let's go. Ich habe RZM und rechtes Mittelfeld. RZM nehme ich die 2. Die 2? Ja. Der passt eigentlich überhaupt nicht hin, ist aber ein guter Spieler. Leon Goretzka. Okay, ja, den habe ich in meinem Main Squad. Der ist echt stark. Und was war es? Rechtes Mittelfeld. Rechtes Mittelfeld. Die 1. Gelson Martins.
schade. Okay. Ja, der kann wenigstens nicht schießen. Salavada Berdembele Lucas Malcolm. Okay. Aber bei mir hättest du auch, du hättest Thiago treffen können, Witzel, Sabitzer in Form, Götze, also. Ja, naja, aber ich will mich nicht beschweren. Genau. Nächste Runde. Okay, Freunde, wir kommen zu den nächsten beiden Positionen. Bis jetzt, denke ich mal, sind wir beide nicht ganz so unzufrieden, oder? Ja, es geht. Also mit Messi bin ich sehr zufrieden. Genau. Ja, ich fange mal an, bei dir zu schießen. Dafür würde ich aber erstmal nochmal gerne wissen, welche Position ich treffe. ZDM und Rechtsverteidiger. Machen wir mal Rechtsverteidiger die 5. Ja, da bin ich super zufrieden. UCL Nelson Semedo. Boah, das ist Portugal, eine grüner Link. Schnell. Sehr geil. Ja, sehr, sehr geile Karte. Und dann nehmen wir ins Mittelfeld die 2. Wer? 2. Oh, Gott sei Dank. Weil 3 ist dieser Guillaume oder wie der heißt. Ah, schade. Aber 2 ist, warte mal, wie viel Karte? Ja, 2 ist UCL Tolisso. Okay, ja, der ist stark. Grüner Link zu Goretzka und auch Witzel kommt, glaube ich, bald auf Fullcam. Ich habe 55 Chemie. Was hast du für Positionen? Ich habe den rechten Flügel und den rechten ZM und beim rechten Flügel habe ich hier eine Karte, da würde sich der Shenya freuen, wenn du den auswählst und ich würde mich auch freuen, weil der würde dem Arnautovic einen grünen Link geben, deswegen komm, hau mal. Ah, du hast Lukas. Dann gebe ich den. Ja, den habe ich auch. Dann aber die 3. Die 3? Ja. Du hast ihn einfach genommen und es ist nicht Lukas, es ist Jarmolenko in Form. Okay, krass. Und der gibt den Strong, oder ja, immerhin den Strong-Link an Arnautovic. Okay, ja, dann den rechten ZM. Die 5. Okay, nehme ich auch gerne mit. Das ist der nächste West Ham-Spieler. Das, du hättest doch Lanzini treffen oder? Können, der wäre geiler. Lanzini hättest du auch treffen können, aber du hast Wilshere getroffen. Ah, okay. Ist aber fürs ZM noch ein bisschen besser, finde ich. Ach, dein Team ist so billig. Ja, es ist wirklich ziemlich billig. Du hast aber, ich hatte auch hier Lukas... Player of the Month und so, Shaqiri Champions League, du triffst halt immer. Ja, ja gut, jetzt hast du immerhin Jarmolenko. Okay, Leute, nächste Runde. So, Leute, wir nähern uns jetzt schon dem Finale, vorletzte Runde. Ja. Juli, was hast denn du? Ich hab den rechten Verteidiger und den rechten Innenverteidiger und ich hoffe, dass du jetzt mal was richtig Krasses triffst, weil bis jetzt. Okay, mein Bester, dann der rechte Verteidiger bekommt die 1. Es geht schon komplett beschissen los. Jetzt hast du mal eine gute Karte getroffen. Demarcus in Form, ja, der wirklich gut ist. Den hatte ich in Foot Champions. Aber der linkt halt 0. Und dann kriegst du noch... Warte, das machen wir den Anfang und das Ende, die 5. Den 5., oder? Ja. Ja, das ist Stones, die Champions League Karte. Das ist eine saugeile Karte, aber Demarcus spielt jetzt auf 0 Chemie. Ja, das ist bitter. Okay, was haben wir denn bei dir? Den Linksverteidiger und Linksinnenverteidiger. Ich mach mal einen Doppelschuss. Ich nehme mal zweimal die 4. Jordi Alba UCL. Ach du Scheiße. Und Inform Alvaro. Inform was? Alvaro, auch ein Spanier. Ich habe nämlich, oh nein. Ich hab nämlich auf die Doppelschüsse gehofft und dass du gerade die Doppel 4 nimmst. Ich habe überlegt Piqué, aber Piqué geht ja momentan nicht wegen den SPCs. Oh. Aber Alvaro hat solide Stats. Ja, nimmst du den mit. Alter, hat er einfach UCL, Alba, Messi, Semedo, Hals. Ey, und ich spiele hier mit so Spielen wie Non-Rare Wilshere, Alter. Leute, das Finale kommt. Abfahrt. Okay, Freunde, wir kommen zu den letzten beiden Positionen. Keeper und Innenverteidiger bei dir auch, oder? Ja, genau, so ist es. Oh, ich hab die Hoffnung, dass du mir jetzt hier noch was Gutes zusammenwürfelst. Hau mal raus. Du musst mir jetzt raushauen. Ach so, ich so, okay. Ich mach mal in das Tor die 1. Ah, die 2 wäre Perfect Link gewesen. Ist aber Spanier Adan. Okay, oh, aber Adan ist gut. Ja. Also overpowered halt. Und dann nehme ich die 3. Ich wollte die 5 haben, okay? Ja. Und du gibst mir Sergio Ramos. Nein! Alter, aber ich habe nur 85 Chemie, also kein Joker. Fuck. Okay, okay. Aber ja, dann was, sag mal ich, was hast du mir für ein Team gebaut? Ja, guck mal, was hast du mir für ein Team gebaut? Oh mein Gott, okay. Ich bin dran, ne? Ja. Hast du auch Perfect Link Chancen?
Ich habe keine einzige Chance auf ein Perfecting, das kannst du vergessen. Ich habe Juve, Khedira, Max von Augsburg und Stones von Man City. Damit hätte ich irgendwelche Bronze-Spieler wahrscheinlich. Dann mache ich auch einen Doppelschuss, die drei jeweils. Die drei? Jeweils. Das ist geil, weil das ist Rüdiger als Innenverteidiger, der hat richtig geile Stats. Und dann noch den Bernd Leno im Tor. Alter, wie viel Chemie hast Aber du? Aber ich muss sagen, chemietechnisch, wenn du den DeMarcus da nicht hingestellt hättest, dann hätte ich safe einen über 90. Ich habe jetzt 87. Okay, also beide keine Joker. Wow. Ja. Also du kannst mir echt mein Leben nehmen, wenn ich verlieren sollte. Ja, Messi ist halt schon abnormal. Ich kann mich noch erinnern, Leute. FIFA 18 habe ich auch ein Shoot'em Up zu der Zeit gemacht. Und Shenya hat mir Hazard, der hat mir Bailly, meine besten Spieler abgestoßen. Ich war down für Tage. Es kann sich wiederholen. Ich hoffe, es wiederholt sich nicht, weil Shenya hatte auch mit Abstand das schlechtere Team. Es wird heftig werden, Leute. Gib mir einen Daumen nach oben. Das wird krass. Juli ist ein sehr guter Spieler. Ich habe Bammel. Ich setze zwar die Spieler an, ich habe aber trotzdem Bammel. Ich habe Eier in der Hose, aber trotzdem Bammel. Ja, kann ich auch verstehen. Es steht viel auf dem Spiel. Nein! Oh! Da an der Stelle kannst du nochmal einen Replay reinschneiden mit Zoom. Der hat den auf der Linie geklärt, Alter. Das war wirklich ein letztes Sekunde. Ich bin gerade sprachlos. Boah! Sieht nicht gut aus. Nein. Wow! Okay. Aber da war. Ach, da war noch einer dran! Krass. Dacht gerade. Wow, jetzt muss ich mich konzentrieren. Nein. Ja. Ah. Es ist so erlösend gerade. Witzel war das, ne? Stark. Ja, Ex-Witzel, ja. Erlösend. Das habe ich nicht mehr. Ich habe gehofft, so bitte, weil ich habe jetzt kein Time-Finish gemacht. Normalerweise geht vorbei. Auch schön, also Schuss. Rausgespielt. Perfekt, muss man sagen. Gott sei Dank. Boah, so die mega. Das stimmt, Ui. Scheiße. Nein. Oh mein Gott. What? Ich hab den besten Torhüter der Welt. Da ist er. Aber er kommt. Wenn du mit ihm, glaube ich, frei zum Schuss kommst, dann kommen die Dinger nochmal deutlich gefährlicher. Ja. Elfmeter, ich glaub's nicht. Wirklich? Ich will mal nochmal sehen, was er da jetzt pfeift hier. Boah, ich hoffe jetzt mal. Ich schieße jetzt erstmal. Ja! Ja, okay. Nein! Oh mein Gott! Was? Was? Oh ist mein das Gott! Sein? Halt's mal! Oh mein Gott, du hast mehr Schüsse. Gut, aber ich hab's gewusst, dass du mehr Chancen haben wirst. Irgendwie ist das so, wenn man ein schlechteres Team hat, man strengt sich irgendwie viel, viel mehr an. Ja, und es ist auch, es war aber jetzt auch okay, dass der Elfer reinging, weil man muss, Elfmeter ist immer so eine Sache, ne? Das ist immer eklig. Trotzdem, steht dir zu, wenn du einen Elfmeter bekommst? Ja. Jetzt! Jetzt! Nein! Was? Jetzt! Ja! Oh nein! Doppelpack! Oh mein Gott! Nein! Aber was war das für ein Reingestocher? Aber es ist ähnlich wie das Tor von Mandzukic bei mir, ne? Von dem her, das gleicht sich aus. Alter, hast du gesehen, was Witzel für ein Gesicht hat? Alter, der sieht null. Alter, der sieht null aus wie in echt. Oh mein Gott, so erlösend. GG. 2-0. Also das Spiel war echt auf Augenhöhe. Ich fand auch, das war ziemlich offen. Alter. Aber es ist, ich muss sagen, am Ende hast du auf jeden Fall dir den Sieg hier verdient. Ist halt bitter, dass ich 2 Discards habe jetzt. Ja, aber gut, wie gesagt, Messis kleine Zehe. Genau, ja, von dem her, also im Vergleich zu dem. Aber Reus ist noch am Start, da bin ich echt gespannt. Reus ist am Start, Stones Champions League, wir gucken mal. So, ich habe auch schon umgestellt. Bist du schon umgestellt? Okay. Ja.
Leute, das war ein echtes Herzinfarktspiel. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Es sind zwei Informs dabei, die ein bisschen was kosten. Den Markus Jarmolenko, dann Reus natürlich. Und Stones Foot Champions League kostet auch eine Stange Geld. Der Rest ist jetzt echt nicht schlimm. Das dann gucke ich mal. Ich würde entweder oder machen, aber beide Innenverteidiger. Oh, okay. Ich will nicht irgendwie Show machen, deswegen, ich bin einfach nur mega erleichtert. Du hast Max getroffen und Draxler. Alter. Ich weiß nicht, also Reus war ZOM. Ich habe drauf spekuliert, weil du zwei Discards hast, nimmt man ja meistens rechter, linker Flügel, rechter, linker Verteidiger oder so. Und da habe ich mir gedacht, komm, du stellst den Reus auf die ZOM-Position. Und den Stones habe ich aber nicht, diese Taktik beibehalten, den habe ich auf dem linken Flügel und habe gehofft, dass du nicht beide Flügel schießt. Alter, scheiße. Aber okay. Ich stoße die Jungs hier direkt mal kurz ab. Draxler hat ja ein bisschen was gekostet, der Max eigentlich gar nichts. Ja, okay, belassen. Auf jeden Fall, meine Besten, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst gerne ein Abo, solltet ihr neu sein und nichts mehr verpassen wollen. Und erster Link in der Videobeschreibung, da kommt jetzt ein Video von Juli. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Juli hat das letzte Wort. Halte dich kurz, keine 5 Minuten. Danke dir. Ciao. Genau, das Ganze hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, hier das aufzunehmen. Und ja, mehr will ich auch gar nicht sagen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch auch gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall gebockt und ich würde sagen, wir sind raus, oder? Ciao. Ciao.